Da war es halt schnell. Es dauert ein kleines bisschen, aber. Ach, naja. Müssen wir mal gucken, was für eine Waffe wir dann nehmen mit Grad 13. Das muss natürlich auch eine gute sein. So, jetzt wird es wieder Zeit, ins Lager zurückzukehren, in ein Reifort-Lager. Und dort den Ritter anzunehmen und die Quest dann abzugeben. Wisst ihr ja. Ja. Leider hatte ich ja letztes Mal eigentlich versprochen gehabt, habe ich das mit den. Wie heißen sie? Elite-Fertigkeiten-Beutel nicht geschafft. Ich wollte das eigentlich machen, dass wir die nächsten Elite-Fertigkeiten der Klassenkombination lernen. Aber da kam ich leider nicht zu. Die Woche war sehr stressig mit Arbeit. Noch nebenbei andere Spiele aufnehmen für YouTube. Dann ein bisschen vorbereiten hier in Runes of Magic. Runes of Magic selber ein bisschen weiterspielen mit Tagesquest und alles. War relativ wenig Zeit. Aber ich hoffe, dass ich das heute Abend oder morgen, also wenn der Stream Ende ist oder noch nicht begonnen hat morgen, vielleicht noch schaffe, dass wir die für morgen dann mit in die Folge reinnehmen können. Ein paar Elite-Fertigkeiten könnte ich vielleicht noch gebrauchen. Mal gucken. Ach so, und ich hatte ja letztens gesagt, wir waren ja in Spiegel-Dungeon, ne? Diese Spiegel-Dungeon, Spiegel-Labyrinth. Gräberstadt der Spiegel, genau. Da haben wir ja gesagt, wird das wahrscheinlich erstmal die letzte Instanz sein, die wir solo machen. Ich glaube, mit den neuen Flügeln ist das gar nicht so richtig. Und zwar, ich denke mal, wir würden wahrscheinlich mystischer Altar locker schaffen, oder? Was hat der Leben? 249.000. Zum Beispiel. 258.000. Ja, könnte man eventuell jetzt schaffen durch die Flügel. Ich bin mir aber da nicht hundertprozentig sicher. Also Goblin-Mine zum Beispiel schaffe ich noch nicht solo. Habe ich schon probiert. Mit den neuen Flügeln. Da muss da noch ein stärkerer Stab oder andere Ausrüstungsgegenstände, ja. Mal gucken. Ja, Ritter. Woher sage ich, jetzt hätte ich bei einem Priester angenommen. Das wäre nicht so cool gewesen. So. Wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall in der Kombination. Ich hatte ja gesagt, dass ich Ritter-Magier-Kombination haben möchte. Am Anfang des Streams hatte ich ja gesagt, dass ich doch vielleicht eine andere Kombination haben möchte. Und zwar hier nicht der Magier in der Mitte, sondern den Priester. Das liegt daran, weil der Priester eine schöne Elite-Fertigkeit jetzt schon für den Ritter hat. Und zwar diesen hier, Heiliger Schutz, der halt die physische Verteidigung und magische Verteidigung erhöht. Und halt zum Beispiel auch die Aggro erhöht für mich. Was halt Gold wert ist, sag ich mal. Wer weiß, was da noch an Elite-Fertigkeiten kommt. Natürlich werde ich auch den Magier mit dem Ritter spielen. Aber wahrscheinlich eher den Priester dann mit. Mal gucken. Mal abgesehen davon, wenn man die zweite Klasse den Priester hat, kann der Priester sogar noch, also dadurch, dass man ja Ritter ist und der Priester als Sekundärklasse hat, sich nebenbei auch noch heilen. Was sehr praktisch ist. So, hier geben wir mal kurz die Quest ab. Moment. Was nehmen wir da? Leder oder Kette? Ist ja eigentlich egal. Leder, Stoff, am besten immer das, was am meisten kostet, wenn man es nicht gebrauchen kann. Gewinnung von gelbem Saft. 5 Flaschen gelben Saft herstellen durch das Feuer. Ich weiß noch, dass das eine richtig ätzende Quest war. Dass es oft dazu führte, dass man diesen Sumpffarn nochmal neu sammeln musste. Aber kann man nicht ändern. Muss man durch. Vielleicht klappt das ja diesmal auf Anhieb. Wer weiß. Oh Gott, bin ich müde, ey. Oh Gott. Ich hoffe,
dass wir auf jeden Fall noch weit kommen. Und wenn das so weitergeht von der Müdigkeit her, oh, weiß ich nicht, wie lange das noch wird. Passiert, wenn man um 4:30 Uhr aufsteht und dann zur Arbeit muss. Schrecklich sowas. Eieiei. Normalerweise müsste ich mich jetzt hinlegen und eine Runde schlafen. Würde mir, glaube ich, sogar sehr gut tun, aber scheiß drauf. Kann ich auch nachher pennen. Wahrscheinlich gleich nach dem Stream so ab ins Bett fallen. Hey, wie keine Gegenstände erworben? Ich will so ein Dings haben. So, haben wir. Der dritte Gegenstand. Moment, was ist das hier? Sumpffahne? Ich dachte, die hätten wir. Warte mal. Da. Den Erdkern zurück und. Ach, von Fant. Können wir machen. Fant ist ja auch irgendwo in der Nähe. Das war der Boss da hinten, ne? Dann machen wir das mal, wenn er da ist. Wenn nicht, müssen wir warten. So, Fand, bist du da? Ja, er ist da. Sehr schön. Feuerball. Blitz. Dieser Feuerball im Blitz, der macht relativ viel Schaden, ne? So. Quest beendet. Gegner besiegt. Wunderbar. Und dann haben wir den Erdkern. Warte mal, wenn ihr hier schon überall seid, ne? Dann nehme ich euch mal kurz eben mit. Ich mache zwar nicht allzu viel Schaden gerade mit meinem Stab und, aber scheiß drauf. Ich denke mal. Das reicht erstmal so. Ich werde wahrscheinlich zum Magier we wechseln, wenn ich wieder einige Quests habe, weil hierfür brauche ich jetzt nicht zum Magier wechseln, dann hier nochmal hin. Quest machen. Ritterabgabe. Wäre ja Quatsch. So, dann haben wir die Quest auch. Moment. Oh Gott. Ja, die Tagesquest der Omo und Joblet ignoriert einfach mal. Warte mal, kann ich die kann ich doch auch rausnehmen, ne? Machen wir eh gerade nicht. Tagesquest muss ich nachher nochmal machen. Ja, ansonsten kann ich hier auch die Quest jetzt abgeben, die wir jetzt gemacht haben. Genau bei dem hier. Und dann mal gucken. Wir müssen dadurch ein bisschen was bekommen. Es war nicht viel erstmal, aber naja. Schwert oder er Stab. Nehmen wir mal den Stab. Denn der könnte eventuell interessant für der Priester sein, oder? Das ist der Ritter. Da ist der Priester.
Ja gut, der hat schon besseren Stab, also, na gut, dann ist es doch egal. Hätte ja auch anders ausgehen können. So, Vorbereitung für das Ritual. Ja, ist klar. Hilfe, ich werde überrannt. Ich hätte doch mit Magier das machen sollen weiter. Oh je, das wäre wahrscheinlich viel schneller gegangen. Moment. Da sind auch noch zwei. Oh, der auch noch. Ah, das war's. Oh Mann. Nun gut, so, warte mal, du müsstest doch gleich wiederkommen, dann kann ich doch die Quest sicherlich bei dir abgeben. Ah, sehr schön. 10 maximale MP oder LP, das ist, glaube ich, egal. Nehmen wir den da mal. Dann haben wir eine weitere Quest bekommen, die uns weiterschickt. Hier sind wir jetzt im Endeffekt fertig. Die nächsten Quests spielen sich im Rose-Karawan ab. Oder Rose. Wie auch immer ihr das, nennen möchtet. Ritterpriester ist ja die gängige Tankklasse. Sattest du dann Tank und Damage? Ich muss mir ehrlich gestehen, dass ich mit dem Ritter noch nicht so hundertprozentig die Erfahrung gemacht habe. Wenn ich mal andere Ritter angeguckt habe in hohen Levelbereich, ne, dann haben die grundsätzlich, aber wirklich grundsätzlich nur Stats für Leben drauf. Und zwar Ausdauer und maximale Gesundheit oder Ausdauer und Verteidigung. Es gab selten Stats, die mit Ausdauer oder mit physischer Angriff oder so oder mit Stärke gesockelt waren. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie waren die immer alle drauf aus, nur Leben zu haben. Ich weiß es nicht. So. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich muss mich da wahrscheinlich mal reinfuchsen irgendwann mal. Aber ich habe ja auch noch ein paar Level Zeit, ne? Müssen wir mal gucken. So, wie sieht's jetzt aus hier? Fukuas Gerechtigkeit. Was willst du denn Gerechtigkeit hier? Koboldärzte. Ja, können wir mit Magier da machen. Das geht wahrscheinlich viel, viel schneller. Dann nehmen wir hier erstmal die nächsten Quests wieder an. Wisst ihr ja. Ich weiß ja gar nicht, Faye Pizzet, kennst du dich denn mit dem Ritter aus so ein bisschen? So, hier war nochmal zwei Quests abzugeben. Einmal. Und immer schön gleich die nächsten Quests annehmen. Und zweimal. Ja, gut. Da haben wir jetzt vollständige Talmilane. 0 von 15. Will ich aber jetzt nicht. Ich will erstmal die Quests hier alle annehmen. Was bist du denn hier eigentlich? Schwarzer Kodex? Ha. Flammenkerze. Ach ja, Flammenkerzen sammeln. Ja, kann man auch später machen dann. Hier sind auch noch zwei Quests. Da oben sind auch noch einige Quests. Ich wollte mal sagen, ich nehme jetzt hier die beiden noch an und reite erstmal zu Ayran oder Ayren-Karawane. Da gibt es einen Teleporter. Da brauchen wir nicht immer so weit zurück. Und ich meine auch, glaube ich, dass dort ein Klassen... ein Hausmädchen war für Klasse ändern. Sollen wir mal gucken. Oh, warte mal, guck mal, hier kann ich gleich die Quest abgeben, lol. Kann man doch gleich machen. So, dann haben wir das auch erfüllt. Nochmal kurz gucken, was habe ich jetzt an Quests? Erworbene Titel 58.